Hallo und herzlich willkommen in LinkedIn Video. Heute wollen wir ein Video mit euch machen und zwar ein Experiment, also ein selbstgemachten Seife. Damit kann ja Knetseife. Und ich habe schon ein bisschen angefangen. Da braucht man ein kleines Löffel, ein kleines Schüssel, Speisestärke und Sonnenblumenöl und braucht man noch Shampoo. Ja. Ich hatte mal den Lillifee genommen und ja, auch noch Lebensmittelfarbe. Also wir tun Speisestärke, 3 Löffel und dann tut ihr 3 Löffel, also 3 kleine Löffel, so solchen Lillifee rein und dann 3 Löffel Sonnenblumenöl. Und wenn das noch zu flüssig ist, bei mir ist das nämlich sehr flüssig, dann tut lieber mehr Speisestärke rein. Okay. Und mit der Hand? Weil dieses Löffel schon fast fertig ist. Haben wir noch mehr? Das ist ganz schön. Also ich tue mal ein bisschen Lebensmittelfarbe. Ich nehme grün. Grün ist Lebensmittelfarbe. Darf ich dann rühren? Nein. Sie guckt nur zu, denn sie weiß auch nicht, wie das geht. Ich weiß nur halb, wie das geht. Das ist, glaube ich, zu wenig, oder? Nein, das mischelt sich noch. Ich glaube noch ein bisschen Lillifee. Egal wie viel. Hauptsache ein kleines bisschen, ein Löffel mindestens. Oder einen halben. Es klebt ganz schön dran. Ich glaube wegen den Speisestärke. Ja. Ich mache mal ein bisschen Öl rein. Also ich weiß nicht so ganz, wie das geht. Ich habe das erst zum ersten Mal alleine gemacht. Ansonsten habe ich das mit meiner Schwester gemacht. Ja, jetzt mische ich das erstmal. Fragt euch nicht, warum ich keine Pause mache. Soll ich noch mehr? Ja, lieber. Wie viel? Du sagst Stopp. Ja. Das Stück? Mhm. So, das reicht. Färbt sich wenigstens schon mal ab. Also ich würde mal sagen, das ist Schleim. Ja. Schleim selber gemacht, die man Hände waschen kann. Auch sehr cool. Schleim zum Händewaschen. Ja. Also das ist sehr cool, aber ich habe nicht gewusst, dass es so sein würde. Ich glaube noch ein bisschen Mehl. Speisestärke? Ja. Man kann auch Stärke Mehl reintun. Soll ich dann noch mehr Lebensmittelfarbe oder reicht das schon? Ich glaube mal, tun wir das erstmal weg. Also die Ling macht Speisestärke, Lebensmittelfarbe rein. Und ein bisschen Lillifee. Und ich rühre das um und benutze Öl. Soll ich schmecken? Ein Speisestärke. Nein, nee, das ist schon das ganz schick. Noch ein bisschen Lebensmittelfarbe. Okay. Bisschen Stoppseife. So, das reicht. Lebensmittelfarbe kann man nämlich essen. Das ist nämlich das Coole daran. Noch ein bisschen Speisestärke, oder? Ja. Nimm doch Tuche. Ein bisschen. Das reicht. Ein bisschen anstrengend, oder? Nicht so ganz. Das ist schon mal gräulich, so grün.
noch ein bisschen Speisestärke. Sieht aus wie so Schleim. Ja, sieht richtig so wie leuchtend Schleim aus. Aber hoffentlich leuchtet das nicht. Denn ich will kein leuchtender. Guck mal, wie dunkel die Farbe ist. Das ist voll hell. Weil wir auch ganz wenig reingetan haben. Link. Also Link denkt nie nach. So. So, mach mal bitte mehr Speisestärke. So, danke. Reicht das? So. Vielleicht reicht das nicht schon. Geht's? Das ist sehr gut geworden. Das sieht nämlich sehr gut aus. Aber hier muss man mehr mischen. Oh, das ist richtig gut geworden. Vor allem mit meinen Rezepten. Noch ein bisschen Lebensmittelfarbe. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich auch sagen, mach mehr rein wie vorhin. Also du kannst echt mit Gedanken lesen. Ein bisschen mehr Speisestärke. Oh, ich will gerade anmachen. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Das kann lange dauern. Ja, bis zu nicht mehr. Stell dir mal vor, eine Stunde dauert das. Ja, und dann müsst ihr eigentlich. Ich kann nur 15 Minuten mein Video drehen. Weil ich das eingestellt habe. Und das will ich auch. Okay. Das könnte lange dauern. Aber fängt nicht so wie. Noch mehr? Ja. Du kannst es gleich in den Löffel tun. Reicht. Was ist eigentlich das Wichtige von den dreien? Speisestärke. Und Shampoo. Warte. Okay. Ist schon mal gut, ne? Noch mehr? Speisestärke. Oder noch mehr Lebensmittelfarbe und dann weiter. Sei mal bitte ruhig. Das riecht natürlich schon ganz gut nach Lilifee. Noch ein bisschen Öl tue ich rein. Aber so viel Öl braucht man nun auch nicht. So. Bitte nicht mehr Speisestärke. Dann verschlimmere ich hier noch alles. Geht's so? Ja. Also dieses Knetding ist echt knetbar. Aber es ist echt klebrig. Deswegen tue ich noch ein bisschen
weiße Stärke. So. Das reicht, glaube ich, schon. Okay, und dann versuchen wir, Hände zu waschen, oder? Denn wenn es klebrig ist, dann könnt ihr mehr Speisestärke. Wenn das zerbröckelig ist, dann braucht ihr mehr Shampoo. Und wenn das zu hart ist, dann nehmt ihr mehr Öl. Und wenn das zu hell für die Farbe ist, dann nimm lieber Speisestärke. Und echt kniebar. Kann ich? Ist echt weich. Kann ich echt? Ja. Ja. Bitte. Es riecht echt gut. Ja, riecht auch noch gut. Sehr schön. Thank you. Alles nur für meine Arbeit. Ha! Jetzt tun wir Gelb rein. Gelb nochmal? Ja, tu es wieder rein. Ich hoffe, das wird blau. Nee, blau mischt eigentlich. Ja, das mischt mit blau. Also, aber Lebensmittelfarbe mischt sich nicht mit so einem klebrigen Dings, der Bums da hier. Das knete ich lieber. Das löse ich lieber mit meinen Händen. Ja, ich knete einfach mit den Händen. Noch mehr? Mhm. Hier unten so. Wo? Ja? Ja. Genau. Die Lin ist sehr schlau. Hat aber Nachhilfe. Du auch. Ja, aber ich will das aber. Erzähl nicht so einen Blödsinn. Über mich. Hm. Sie hat heute über mich gelästert. Das ist echt klebrig. Ist es klebriger geworden? Wegen Lebensmittelfarbe. Okay, das klingelt. Und ja. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!